Im Rahmen des Berliner Lehrerinnenstreiks haben heute 95% der Kolleginnen in Lichtenberg für einen Erzwingungsstreik gestimmt. Das heißt, dass wir so lange streiken wollen, bis unsere Forderungen nach kleineren Klassen, nach mehr SchulsozialarbeiterInnen, nach mehr SchulpsychologInnen erfüllt werden. In anderen Bezirken war das nicht anders, zum Beispiel in Neukölln, in Mitte, in Tempelhof-Schöneberg, in Charlottenburg-Wilmersdorf und vor allem auch in Pankow, wo die Kolleginnen ganz klar gezeigt haben, dass man auch noch weitergehen kann. Sie haben gesagt, sie wollen bei den folgenden Streiktagen auch Streikversammlungen haben, an denen sie entscheiden können, wie der Streik weitergeht, weil es ihr Streik ist, wann sie streiken, wofür sie streiken, mit wem sie streiken, wie lange sie streiken etc. Möchten sie zusammen diskutieren und abstimmen. Diese Entscheidungen sollten bindend sein für die GEW-Führung. Schließlich ist es nicht der Streik von der GEW, sondern der Streik von den LehrerInnen. Diese Woche haben in Berlin auch andere gestreikt, zum Beispiel am Montag die Beschäftigten von der Post. Morgen streiken Beschäftigte in Berliner Krankenhäusern und am Freitag bei der Berliner Stadtreinigung. Alle diese Streiks sollten in der Zukunft auch zusammengelegt werden, weil zusammen werden wir viel stärker. Wir würden dafür sorgen, dass nichts läuft in dieser Stadt. Allein die Post, ein ja, Sektor in diesem Land, ohne den gar nichts funktioniert, so bürokratisch wie es ist, würde uns schon sehr viel weiterhelfen, den Druck zu erhöhen.